Nein! So, und jetzt habe ich zum Beispiel hier so einen Kopf und den kann ich einfach hier in den Kessel reinschmeißen. Willkommen Leute zu einem neuen Spielmodus und das auf dem GommaD.net Server. Und ja, wer hätte es erwartet, was ich heute zocke? Ich auf jeden Fall nicht. Wir spielen den brandneuen Spielmodus Zombies hier auf dem GommaD.net Server. Und der ist gestern frisch rausgekommen und den wollte ich natürlich ganz direkt, ganz gechillt mal anzocken. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt hier auch funktioniert. Lol. So, und da sind wir jetzt endlich in der Runde. Das hat gerade ein bisschen gebuggt, deswegen habe ich ein paar mehrere Versuche gebraucht. Aber endlich funktioniert es. Ich habe es irgendwie lösen können, indem ich das Spiel starte. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das die Lösung war. Und ja, ich werde nochmal gleich darauf eingehen, was man, warum das denn jetzt so lange gedauert hat, bis der Spielmodus hier released wurde. Denn es war jetzt schon ein bisschen länger als eigentlich gedacht. Ich möchte auch in diesem Video einfach mal auf das Prinzip eingehen, denn nicht unbedingt jeder weiß, was Zombies eigentlich ist. Und ich erkläre einfach mal das Grundprinzip. Es gibt auf jeden Fall immer zu Anfang 4 infizierte Leute und diese infizierten Leute, also Zombies, müssen halt versuchen, uns Menschen umzubringen. Und okay, ein Villager wurde infiziert, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Die Leute, die halt infiziert sind, versuchen halt neue Leute zu infizieren, also normale Spieler. Und man kann halt gewinnen, indem man halt alle Villager infiziert. Also man hat halt als Mensch, sag ich mal so, Villager, das sind dann halt so gesehen auch Teamkameraden. Und man kann zum Beispiel gewinnen, indem man halt als Zombie alle Menschen infiziert oder halt als Mensch solche Köpfe in den Kessel schmeißt. Und diese Köpfe bekommt man halt, wenn man Zombies tötet. Das kann sich jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert anhören, ist es aber eigentlich nicht. Es gibt auch noch zum Beispiel so speziell Special Drops, sage ich einfach mal. Und wie das dann genau funktioniert und sowas, das könnt ihr euch gerne nochmal, durchlesen. Und zwar gibt es da einen Forum-Beitrag und ich denke mal, das sollte sich dann auch alles geklärt haben. So, ich versuche jetzt mal langsam auch einen Zombie zu töten, damit ihr mal sehen könnt, wie ich das meine mit den, mit den Köpfen. So, okay, da sehen wir zum Beispiel Zombie. Die sind immer recht schnell unterwegs. Kann ich ihn töten? Ah, ist auf jeden Fall nicht gerade einfach zu treffen. Ja, okay. Hallo? Nein! So, und jetzt habe ich zum Beispiel hier so einen Kopf. Und den kann ich einfach hier in den Kessel reinschmeißen. Zack, Rechtsklick. Genau, Rechtsklick war das. Und, wie gesagt, so Special Drops zum Beispiel. Das hier sind halt so extra Herzen, die wir dann bekommen, wenn wir jetzt Schaden bekommen sollten. Und so sieht es aus, meine lieben Freunde. Ja, ich kann jetzt einfach nochmal ganz kurz drauf eingehen, warum es denn jetzt so lange gedauert hat. Also, viele Leute haben sich gefragt, ey, hier, was ist denn los mit dem Spielmodus? Weil es gab ihn ja schon mal, diesen Spielmodus. Für die Leute, die es halt nicht wissen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind. Diesen Spielmodus gab es schon mal auf dem Server und der wurde jetzt komplett neu programmiert. Ich habe den damals auch schon mal angezockt auf meinem Kanal. Da können sich wahrscheinlich auch sehr wenige Leute dran erinnern, weil es ja schon ziemlich lange her war. Aber ich hab ihn auf jeden Fall schon damals mal gezockt gehabt. Und ja, auf jeden Fall gehe ich mal ganz kurz darauf ein, warum das jetzt so lange gedauert hat, bis der Spielmodus veröffentlicht wurde. Und zwar gab es halt immer so ein paar Probleme mit dem Spielmodus. Es wurde halt schon länger geplant, dass der natürlich endlich veröffentlicht wird, der Spielmodus. Aber es gab halt immer so Sachen, die halt dazwischen kommen. Also es kam halt immer was dazwischen, so gesehen. Und ich meine, da kann man dem Server auch nicht böse sein. Er hat in der Zwischenzeit, wo halt immer was dazwischen kam, viele andere Sachen released, wie beispielsweise jetzt Bad Wars oder Ender Games. Und da können halt solche Sachen einfach mal schnell in den Hintergrund rücken. Auch wenn das halt nicht gewollt ist. Ich meine, der Server bemüht sich da ja auch immer gute Arbeit zu leisten. Und ich versuche jetzt zu töten. Hoffentlich schaffe ich das. Oh, scheiße. Einmal ganz kurz hier Powder of Life. Oh, shit. Okay, jetzt aber schnell weg hier. Wir haben auch zum Beispiel hier so Minen und sowas. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Lauf drauf.
Und wir haben schon gewonnen. Oh, das ging ja schnell. Wir haben gewonnen, indem wir halt alle Köpfe bekommen. Also diese Skulls. Und ja. Eigentlich war es auch schon so, was ich sagen wollte. Also zum Thema, warum es so lange gedauert hat. Das wurde auch nochmal alles genau im Forum-Beitrag erklärt. Also falls euch das echt interessieren sollte, dann lasst auf jeden Fall, dann vergesst nicht da vorbeizuschauen im Beitrag. Und ich werde jetzt nochmal versuchen, in eine Runde reinzukommen. Bis gleich. So Leute, und da sind wir auch jetzt in einer neuen Runde. Und ja, offensichtlich klappt das jetzt, wenn ich das starte. Also ich hatte Probleme, als ich die Runde halt nicht gestartet habe. Da hat das Spiel einfach nicht gestartet. Ja, ist halt noch ganz frisch released und da kann man natürlich erwarten, dass halt die ein oder anderen Bugs auftreten. Und ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf jeden Fall nochmal auf eine weitere Runde Zombies. Und da wurde schon der erste Kollege infiziert. Was ist hier los? Okay, das spawnen dann alle Zombies oder wie soll das aussehen? Ja, das sind alle Zombies am Spawn. Und da habe ich auf jeden Fall den ersten getötet. Sehr gut. Zack. Ich finde auch geil gemacht, dass man halt so ein bisschen so weggedroppt wird. Also ich kann jetzt da nicht irgendwie nah dran gehen, ihr seht schon. Weil man halt ein bisschen weggepusht wird. Finde ich nice gemacht, muss ich sagen. Ich habe jetzt zum Beispiel schon 3 Köpfe, die kann ich da direkt in den Kessel reintun. Und da ist der nächste Kollege. Haben wir eine Healing Potion? Nein, 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 nein. Hä? Was ist denn das? Lol, wie verbuggt das war. Ich wurde einfach weggepusht. Obwohl, der Kollege keine Schutzzeit mehr haben sollte. Obwohl, die haben alle eine Schutzzeit am Anfang, so wie es aussieht. Da bin ich natürlich gut informiert. Oh nein, ich muss jetzt weg. Ich will nicht infiziert werden. Obwohl, eigentlich wäre das vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich mal die Infizierten sich zeigen würde. Aber egal, ich versuche jetzt erstmal ganz kurz, noch als Überlebender zu gewinnen. Okay, der ist da am Sneaken, war aber ein Kollege. Das ist dann halb so wild. Und da werde ich von hinten geschlagen. Oder nicht? Hä? Was macht der denn hier? Das ist ein Infinity Bow oder was? Okay, da ist der auch gestorben, der Kollege. Kann ich jetzt hier irgendwie den Kopf bekommen? Perfekt, da haben wir den Kopf. Und da ist auch schon jemand, da muss ich aufpassen. Okay. Alter, der Bogen, jetzt zieht aber auch verdammt viel ab, muss ich mal sagen, ne? Also da kann man auf jeden Fall gut gegenhalten. Okay. Also an sich, ich kann schon mal ein bisschen über den Spielmodus reden. Ich habe ihn jetzt nicht so oft gespielt, muss ich sagen, aber die Male, bei denen ich den Spielmodus halt gespielt habe, kann ich sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist halt wieder Abwechslung, ne? Und nein, er schlägt meinen Villager kaputt. Aber ich konnte nichts machen, scheiße. Naja, gut. Ist halt so. Doof gelaufen. Auf jeden Fall, die Male, in denen ich halt den Spielmodus testen konnte oder spielen konnte, kann ich auf jeden Fall sagen, er macht auf jeden Fall Spaß und ich muss sagen, er macht mir auf jeden Fall auch mehr Spaß als damals, denn damals war halt Zombie, also der Spielmodus hieß damals noch Zombie-Apokalypse, der wurde aber geändert, also der Name, aufgrund dessen, weil, glaube ich, irgendwie 90% den Namen nicht schreiben konnten, also das war dann doch irgendwie ein bisschen komisch für den Server. Die haben da mal ein Twitter-Bild zu gepostet, also zu dem Fakt, dass da der Name irgendwie zigtausendmal falsch geschrieben wurde und da dachte sich der Server, ey komm, ne, das wird uns langsam, glaube ich, zu viel, wir benennen den Spielmodus mal um. So, dann kann ich ihn töten, das wäre ziemlich nice. Ah, egal, ich spring einfach YOLO-mäßig runter. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben, aber das ist halb so wild. Ja, und damals war es halt einfach so, dass es halt Infizierte gab und Zombies und das Prinzip war eigentlich nur so, dass halt die Zombies gegen die normalen Leute gespielt haben und wer halt am Ende überlebt hat, der hat halt gewonnen. Und jetzt gibt es halt noch so Nebensachen wie den Kessel und sowas. Und das finde ich eigentlich interessant und besser gemacht. Da haben wir den Kopf. Sehr gut. Nein, nein, ich bin kurz vorm Sterben. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Oh, jetzt heißt es durchhalten. Durchhalten. So. 43 Köpfe haben wir schon im Kessel. Also, es dauert nicht mehr lange. Dann sind wir auch schon durch. Deswegen halte ich mich ganz kurz zurück und versuche eventuell mit dem Bogen. Was? Von wo? Oh, die ziehen uns natürlich auch was ab. Und die Silberfische. Deshalb versuche ich jetzt nochmal mit dem Bogen irgendwie Widerstand zu leisten. Also ich muss sagen, die Silberfische sind auf jeden Fall auch gar nicht mal so schlecht. Also man schätzt sie, nein, 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 nein. Und da bin ich infiziert worden. Scheiße. Kurz vorm Ende.
Weil wir werden jetzt verlieren. Also höchstwahrscheinlich werden wir verlieren. 49 Köpfe von 50, das sieht nicht gut aus. Und kann ich ihn vielleicht noch mit in den Tod ziehen? Das wäre sehr gut. Na, kann ich nicht. Aber, naja, da haben wir verloren. Aber ich denke mal, das war trotzdem eine sehr lustige Runde. Das Team der Überlebenden hat halt gewonnen. An dieser Stelle sage ich mal GG. Und ja, war auf jeden Fall lustig. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung zum neuen Spielmodus in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Habt ihr ihn schon gezockt? Falls nicht, wie werdet ihr den zocken? Oder was haltet ihr vom Spielmodus? Wäre auf jeden Fall ein Kombi wert, sage ich mal. Und ja, hier auch nochmal ganz kurz der Ort, wo sich halt Zombies befindet. Ist halt auf dem Kompass der Zombie-Kopf, den es auch schon vor Ewigkeiten mal gab. Aber nun gut. Ja, Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und falls nicht, dann nicht. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.